Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, heute zurück zu einem weiteren FIFA 21 Training Tipp. Wir werden uns heute mit einem Training Tipp befassen, der unfassbar effektiv ist. Jahr für Jahr, das ist eine unfassbar geile Trading Methode und da muss man auch wirklich sagen, es ist eigentlich egal, welcher FIFA Teil es ist, du machst da immer mit Good Coins. Also das ist wirklich eine unfassbar nice Trading Methode. Einige denken sich immer, ja, warum soll ich das machen? Das funktioniert doch bestimmt gar nicht. Doch, es funktioniert definitiv. Ich habe schon einen eigenen Leib erlebt, wenn man so ausdrücken darf. Es ist wirklich eine unfassbar geile Trading-Methode. Von dem her kann ich euch sie definitiv nur empfehlen. Wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen, die Glocke aktivieren und auch gerne natürlich ein Abo. Und ich würde sagen, wir schwingen uns auch direkt mal rein in diesen Trading-Tipp. Lass uns starten. Ich habe immer die gleichen Kleider an, weil ich gerade Aufnahme bis jetzt schon mache. Deswegen nicht wundern. Und zwar, wir suchen uns Spieler raus, die einen Wert haben von, sage ich mal, am besten 5k bis, nicht so übertreiben, bis 50k, ja. Da schauen wir uns mal Spieler raus. Ich habe hier direkt mal was vorbereitet und zwar Eriksen. Eriksen, wissen wir alle, ist ZOM, ja. ZOM, das heißt, wir suchen uns den jetzt mal als ZDM, ja. Kostet aktuell 11,5, 12k. ZDM-Umwandlung kostet vielleicht, aber was kostet, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, aber die wird schon einen kleinen Ticken kosten, ja. Jetzt gucken wir uns hier mal was an, ob da, ja, was möglich ist, ob es da Goldspieler gibt oder nicht. Nö, da gibt es zum Beispiel keinen. Okay, alles gut, kein Problem, wir gehen weiter. Icardi, nächstes Beispiel. Icardi, Stürmer, wissen wir alle. Den gucken wir uns auch an als ZM. Als Achter gibt es ihn nicht, als ZDM gibt es ihn auch nicht. Am besten immer nicht eine Position umgewandelt, sondern schon zwei Positionen, wenn es geht. Hier ZOM gibt es auch welche, aber da gibt es nichts Günstiges zum Erbieten. Also, auch schwachsinnig, wir gehen weiter, Pjanic. Pjanic ist Achter, gucken wir uns raus als Mittelstürmer. Gibt es keinen, Stürmer gibt es auch keinen. Okay, weiter geht's. Wir gucken uns einfach mehrere Spieler durch. Es kann mal sein, dass ihr mehrmals keinen Spieler findet, aber da wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern immer und immer und immer und immer weitermachen. So, Verratti gibt es auch keinen. Das heißt, wir gehen weiter. Henderson. Henderson als Sechser. Henderson als Sechser. Als Zehner meine ich. Als Zehner gibt es ihn sogar. Ja, also, guckt ihr das an. Henderson als Zehner kostet 20k als Sechser. Ja? 20k als Sechser. Das heißt, du kannst ihn hier problemlos für 20k erbieten. Und dann ihn, hier ist der günstigste, für 22, gut für 21,75 wird so zum Beispiel draufstellen. Ist jetzt nicht der Monstergewinn, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich guck mal, ob wir vielleicht was raussuchen hier, was raussuchen können. Hier habe ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Karte, direkt, ungeschnitten. Weiter geht's mit Jamie Vardy, direkt den nächsten, den ich mir angeschaut habe. Jamie Vardy als Achter gibt es extrem oft. Extrem oft. Leider gibt es hier aber keinen zum Erbieten. Also Jamie Vardy anscheinend ein sehr guter, geeigneter Spieler dafür. 24, ja, ist keiner gut zum Erbieten drauf. Ich habe hier irgendwie nicht die richtige Zeit dazu anscheinend. Das ist unfassbar. So, jetzt habe ich aber was. Mann! So, also David Silva ist als 10er wert 20k. Als 6er ist er drauf für ebenfalls 20k. Kein einziger auf dem Markt. Das heißt, wir können selber bestimmen, wie viel wir ihn anbieten, wenn wir ihn für 20k, sagen wir mal, bekommen. Aber übertreibt da nicht, ja. In so einer Lage, wenn nur einer auf dem Spieler, ein Spieler auf dem Markt ist, ja, dann bietet ihn jetzt zum Beispiel in dem Fall für 25 an. Ja, das ist okay. Übertreibt sie, macht jetzt nicht 27, 28, 29. Ihr müsst auch ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, ne, ist klar. So, hier haben wir den nächsten. Hakim Ziyech ist wert normal 11,5k, ja, kriegst du hier für 11 glatt. Für 11 glatt und der nächste steht bei 13,5. Der wird aber gleich, denke ich, weggehen, weil 13,5 ist ein guter Preis. 13,5 ist definitiv ein guter Preis. Vor allem, er hat noch einen Hunter oben drauf. Das heißt, um die 14 wäre er wert. Das heißt, man könnte ihn hier sich auch für 11 erbieten. Und das sogar mit Shadow noch. Das wäre auch ein guter Deal. Oder hier, gut, der wird noch ein bisschen länger gehen. Aber ihr seht, man braucht einen kleinen Ticken Geduld, ja. Man muss sich die Spieler wirklich zurechtsuchen. Aber wenn man sie hat, dann macht man damit wirklich gut Coins. Also du kriegst da innerhalb von ein, zwei Stunden. Boah, es kommt darauf immer drauf an, wie viel Budget man hat, ne? Wie viel kann man sich leisten. Aber ich würde schon so sagen,
30, 40, 50k machst du damit easy. Definitiv. Also, das ist wirklich eine super Trade-Methode, kann ich euch nur ans Herz legen. Ist jetzt auch mit nicht so viel Budget, aber ein bisschen mehr als die letzte Trade-Methode. Aber definitiv auch eine mit einem sehr, sehr guten Potenzial vom Gewinn her. Ja. Deswegen sehr, sehr gerne austesten und mal probieren. Da macht ihr definitiv nichts mit falsch. Das wäre es soweit gewesen mit diesem Trade-Tipp. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein, lasst knacken und ciao.